erwischt haben. Rosa, komm zu mir. Nicht definierte Menschen und auch Anhänger des Falschen. Heute kommt er an, der Apologet des Falschen, das Oberhaupt des Geschwürs, das sich Kirche schimpft. Heute, so die Vernunft will, wird der Krieg gegen die katholische Kirche seinen vorläufigen Höhepunkt erreichen. Heute wird die ganze Stadt Kriegsgebiet. Heute findet der Kreuzzug der Vernunft seinen Gegner sich gegenüber. Seid bereit! Benedikt der Irgendwaste und seine Herde restverdunkter Schafe predigen Leben und meinen Zellhaufen. Sie predigen Liebe und meinen das Korsett der heterosexuellen Ehe. Sie predigen Vergebung und meinen das Fegefeuer. Sie predigen Toleranz und meinen das, was ihnen in den Kram passt. Sie lieben Gottes Schöpfung und meinen AIDS. Sie lieben ihren Nächsten wie sich selbst und meinen den Export von westlichen Werten, Herrschaft und ein paar Impfampolen in die Welt. Sie lieben den Himmel und meinen die politische Kultur des Elends auf Erden. Sie sind abscheulich und halten das für die Wahrheit. Und wofür? Damit die zu Unterwerften gute Schafe werden. Aber, liebe Gefolgschaft, die Wahrheit haben sie nicht. Hatten sie nicht und werden sie nie haben. Wer sich das Opium des Volkes nicht bis zum Erbrechen gegönnt hat, weiß das. Ungeachtet der Tatsache, ob der falsche Kardinal Meissner delegiert, dass der Papst die Wahrheit verkünden würde. Denn im gleichen Atemzug entblößt er sich selbst und vermutet, dass alle Menschen guten Willens von den Worten des Papstes bewegt werden. Das mag sein. Aber ein Mensch mit funktionierenden Gehirnbindungen, niemand Geringeres als Kurt Tucholsky, formulierte, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Analog ist das Gegenteil von wahr nicht gelogen, sondern wahr gemeint. Wer im Delirium von Wahrheit schwafelt, macht sich bei nüchterner Betrachtung zum Deppen. Für so viel Selbstentlarvung darf man dem falschen Papst und seinen Schafen beinahe dankbar sein. Jawohl! Liebe Gefolgschaft, der Papst, ein Deutscher, wie es schlechter kaum gehen kann, wurde in Deutschland in die Zentralen des gesellschaftlichen Lebens geladen. Man wird sich gegenseitig die Stiefel und Siegelringe lecken, sich Nebelkerzen der Unverbindlichkeit schenken, das Bündnis zwischen Staat und Kirche festigen. Der Papst wird im Olympiastadion sprechen. Möge der Himmel sich verdunkeln und Blitze zwischen die Worte fahren, die Zwietracht, Hass und Unterdrückung im rhetorischen Gewand von Nächstenliebe und Barmherzigkeit säen. Halleluja! Der Papst wird sich in der Botschaft seiner Monarchie schlafen legen. Möge sein Bett aus Vibratoren und gebrauchten Kondomen bestehen. Über Jahrtausende überzog das Krebsgeschwür katholische Kirche die Welt mit Krieg, Missionar und schlussendlich Entwicklungshilfe. Um das angerichtete Elend, man denke an Kolonialismus und Imperialismus, in moralisch vertretbaren Bahnen zu halten. Es ist Zeit, diesem ein Ende zu setzen. Es ist Zeit, die Kriegserklärung an die Welt, die Vernunft und an alles, was unheilig ist, anzunehmen. Es ist Zeit, die Kirche auf dem Schlachtfeld der Vernunft dahin zu schicken, wo der ihr zugehörige Platz ist, auf den Müllhaufen der Geschichte. Lasst uns heute an die vergangenen Monate und Tage anknüpfen. Lasst uns morgen im Zeichen der Lust zusammen tanzen, ab Mitternacht im Abendbrenk am Ostkreuz. Lasst uns fortfahren mit der Agitation für das gute Leben. Denn uns ist das Glück und die Herrlichkeit in Ewigkeit, damit sie uns einen kollektiven Akt nehmen. Brüder, Schwestern, undefinierte Menschen,